Und damit willkommen zurück zu EP9, jo. Die Folge 50 hätten wir hinter uns, jetzt kommt die Folge 51 auf uns zu und ja, die muss heute auch dementsprechend noch raus. Und ja, wie man am Ende der 50. Folge gesehen hat, haben sich ein paar Anlagen oder ziemlich alle von mir verabschiedet. Und das Ganze sieht jetzt, also sah so aus, wie ich es euch am Schluss bei Folge 50 gezeigt hatte, also mit Streifen und alles drum und dran. Darum ja, möchte ich die Anlage hier jetzt eigentlich nicht mehr so groß weiterbauen. Ein bisschen werden wir noch weiterbauen dran, ein bisschen was noch machen, aber ich kann jetzt auch nicht mehr alle Texturen machen und ja. Und darum möchte ich diese Map jetzt schnellstmöglich mal fertig machen und dann mal was anderes beginnen, außer eine Stadt oder ein Dorf zu bauen. Da, ja genau, hier sieht man das jetzt auch recht schön. Wartet mal. So, hier ist auch noch ein Loch drin. Das muss auch noch raus. Ja, lauter Löcher und so waren halt drin. Ja, damit ist auch unsere Bergstrecke hier sozusagen kaputt und die kann dann auch weg, leider Gottes. Ja, EP10 ist jetzt draußen oder auch Eisenbahn X. Ich hatte in meinem Kanal-Trailer von 2014 gesagt, ich werde bald auf EPX zurückgreifen. Damit muss ich euch leider erstmals noch enttäuschen und zwar werde ich doch erstmal nicht. Es gibt nämlich so viele Probleme und Zeugs, kann man auch im Forum nachlesen oder auf Facebook oder ich habe schon mit einem paar geskypt oder etc. alles drum und dran und es ist einfach verbuggt, bis zum geht nicht mehr, so verbuggt war noch keine. Ja, ich bin mal kurz weg. So, kurze Unterbrechung an dieser Stelle, ja, wie gesagt, Eisenbahn X überzeugte mich nicht und im Moment, ich warte mal, bis ein paar Patches kommen und die sind auch dringend nötig, also bei manchen stürzt das Programm bei der Registrierung schon ab, bei manchen ist nicht mal eine CD, eine DVD in der Box dabei, bei manchen lässt sich EPX nicht installieren. Bei den anderen, ja, das nervt mich jetzt hier ein bisschen. Das, so, das, irgendwie ist das aber komisch. Normalerweise müsste alles dann schärfer sein. Egal, ich schalte es jetzt mal aus. Das bringt ja im Moment, ja, jetzt ist es besser mit den Gleisen. Okay. Ja, bei manchen funktioniert so einigermaßen, da ist aber im 2D-Fenster wieder alles durcheinander. Bei anderen funktioniert der Geländeeditor nicht und so weiter und so fort. Und es ist einfach katastrophal, so viel wie ich jetzt mitbekommen habe. Ich bin auch immer am aktuellsten Stand und ja, ich muss jetzt mal schauen. Wenn sich nichts bessern wird, dann bleiben wir bei 9. Und wenn sich was bessern wird, dann werde ich mal im Januar schauen. Oder Dezember, so, ja, nach Weihnachten, dass ich es mir dann hole. Wenn ich aber die Modelle aus EP9, die nicht aus irgendwelchen Gründen in EPX funktionieren sollten, dass das rauskommt, dann verabschiedet sich EPX von mir und weil ich kaufe nicht wieder neue Modelle. Das sehe ich gar nicht ein. Ja, hier haben wir jetzt auch wieder sowas aus dem kaputten Zustand. Ja, ich hatte einen Speicherfehler, daran lag's. Wenn euch mehr darüber interessiert, am Ende der Folge 50 sage ich einiges darüber. Ja, und oder ja, eigentlich die komplette Folge 50, na gut, ob 10 Minuten oder so. Ja, was können wir jetzt in der Anlage noch machen? Ich möchte die jetzt schnellstmöglich fertig bekommen. Das heißt für euch jeden Tag eine Folge, wenn möglich. Also heute, morgen, übermorgen und so weiter werde ich jetzt eine Folge bringen. Und zwar, ich möchte das einfach fertig bekommen, weil
ich habe nicht mehr so viele Möglichkeiten auf der Anlage jetzt. Und ja, ich möchte aber jetzt auch nicht schon wieder eine neue anfangen, weil wir das erst bei Folge 29 getan haben. Und möchte eigentlich die Anlage jetzt schon mal fertig bringen und dann machen wir mal irgendwie so einen Ablaufberg, bauen wir dann mal, oder könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir dann so machen können. Und ja, jetzt bräuchte ich Erde. Hier. Ja, wie gesagt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir mal, wie wir weiter vorgehen. So, das muss jetzt noch breiter werden hier rechts. So, ja, morgen ist ein Feiertag, da kommt auf jeden Fall eine Folge, nicht Feiertag. Und ja. Und jetzt haben wir auch schon bald die 150 Abonnenten geschafft. Und ab 200 Abonnenten möchte ich dann eigentlich schon täglich eine Folge rausbringen in allen Projekten. Also nicht Let's Show, ich meine jetzt in allen Bahnhofsprojekten und in allen EIP, neuen Let's Play Projekten, neue Anlagen und so weiter möchte ich dann eigentlich täglich eine Folge rausbringen oder auch raushauen gesagt. Für euch, wenn es möglich ist, wenn mal einen Tag keine kommt, dann bitte ich das zu entschuldigen. Morgen kommt auf jeden Fall noch eine und ja, die heute ist, wird auch ein bisschen später erscheinen oder ist für euch jetzt ein bisschen später erschienen, weil ich die, wie man sieht, erst um 14:19 Uhr jetzt hier in der Aufnahme bin. Das liegt daran, dass ich Schule hatte, gestern Wer wird Millionär geschaut habe und Bauer sucht Frau und so weiter und so fort. Ja, wie man sonst sieht, die Grastextur ist auch jetzt anders. Die hat so Bogen drin und lauter so Zeugs. Das liegt an dem hier. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht alles wieder begradigen mit dem Drecksteil hier. Und ja, und darum lasse ich das einfach. So, wo braucht man noch neue Texturen? So, ich werde dann, wie gesagt, täglich eine Folge raushauen und dann werde ich heute am Abend, jetzt baue ich wieder ein bisschen Modell bauen dann weiter und bin ich momentan sehr aktiv jetzt. Und ja, ich werde dann am Abend eine Aufnahmesession starten von 19 bis circa 23, 24 Uhr. Ja, mindestens bis 23 Uhr werde ich eine Aufnahmesession machen und ein bisschen was aufnehmen für die nächsten Tage. Und das wird dann in 15 Minuten Parts aufgeteilt. In dieser Folge möchte ich jetzt eigentlich nur mal die ganzen Texturen hier wieder in Ordnung bringen. Auf dieser Anlage. Ja, Let's Show wurde ich auch schon gefragt, wann das mal wieder kommt. Ja, die Anlage ist auch sehr kaputt. Tot und ja. Die Anlage hier, die Let's Play-Anlage, ist ja noch recht klein und nicht groß. Darum konnte ich die leicht reparieren, aber die Let's Show-Anlage ist schon ziemlich sehr groß von der Fläche her und da muss ich schon sehr viel richten. Ja, die Grastexturen, die tauschen wir dann irgendwann aus, wenn wir andere brauchen. Erstmal lassen wir die so. Und ich würde auch sagen, das war's für diese kleine Texturenrichte-Folge hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, die dann auch morgen erscheinen wird. Und ja, kurz kann ich euch noch Münster zeigen jetzt. Wollte ich noch, wie das aussieht. Also schlimm, das frisst auch keine Ahnung wieso, aber sehr viel Framerate. Ich weiß überhaupt nicht wieso, weil alles schwarz ist, nur Berge und Zeugs, aber gut. Und ob ich die Anlage überhaupt noch richten kann, also wenn ich jeden Tag da so eine Minute dran arbeite, ein bisschen was mache, weil ich setze mich ja da noch hin und
mache eine halbe Stunde den ganzen Müll da wieder ganz. Und ja, darum sage ich erstmal die nächsten 3 Wochen nicht. Ja, so. Ja, so sieht Münster aus und auch die ganzen anderen Anlagen, die ich bis jetzt noch nicht repariert habe. So und so. Ja, und halt so. Das halt ringsrum. Da hackt es jetzt auch schon. Ja, und da unten ist unser kleiner Münster Bahnhof. Ja, und dementsprechend, bis ich die ganzen Texturen hier wieder so habe, wie sie sich gehören, weiß ich nicht, ob ich das Projekt Münster noch fortsetzen kann. Ich glaube, es wäre eher gescheiter, wenn ich ein neues anfange oder Münster privat nochmal so weit baue, wie es jetzt ist. Ja, ich kann euch mal kurz zeigen, wie man das Ganze hier reparieren kann. Und zwar gehen wir da zu einem Geländeeditor und machen das mal auf 100%. Und ja, jetzt sind wir halt den ganzen Müll, Scheißdreck hier, wieder auf diese Höhe bringen. Und das dauert seine Zeit. Und dann auch noch, dass es so wenig Frames hier sind, was ich überhaupt nicht verstehe und akzeptiere. Aber gut, so ist es mal. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ja, viel Spaß dabei beim Aktualisieren. Ja, damit verabschiede ich mich von euch und sage, die Folge muss heute noch raus, darum ist jetzt nicht so lang geworden. Folge 50 wurde auch nicht so lang, weil ich sie stückeln musste, auch wegen diesem Absturz hier halt, dass die Anlagen dann alles so aussahen, nach einem ersten Aufnahmeversuch von Folge 50, und dann ist mir EP abgestürzt und dann sah alles so aus. Darum habe ich die Tests ein bisschen zusammenschneiden müssen, bis auf die letzte Anlage, den Güterbahnhof, der war irgendwie nicht kaputt. Ja, und dann sage ich, wir sehen uns morgen wieder und bis dahin, ciao.